Momentan ist Erzgebirge Aue nur Mittelmaß. Wenn sie noch einmal oben heranschnuppern wollen, wären 2 Siege in den anstehenden beiden Heimspielen heute gegen Lübeck und nächste Woche gegen die Löwen sehr hilfreich. Pavel Dotschew, bloß nicht verkühlen. Und richtig heiß ist zunächst Lübeck. Die wollen den Ball und da haben sie ihn schon. Das ist Boland auf Hauptmann. Barilla kann ihn nicht stoppen. Und im Rückraum steht Außenverteidiger Sommer-Mennel. Aktuell in super Form, schon gegen Sandhausen mit herausragenden Paraden. Genau wie die hier. 14. Minute. Ballverlust Lübeck. Pepic. Gedankenschnell auf Jakob, der darf heute für den gelb gesperrten Stefaniak ran und im Zentrum Bär! Aue führt's! 10. Saisontor von Marcel Bär. Pepic mit dem klugen Ball hinter die Abwehr. Jakob spielt seinen Speed aus, auch dafür hat ihn Dotschew gebracht und Bär dann ohne Probleme. In den letzten 4 Spielen lag Aue immer 0:1 hinten, jetzt endlich mal eine Führung. Das ist Sören Reddemann, der Exzellenser. Schludrig darf aber nochmal. Bär nervt, deshalb erneut der Fehler. Jakob, Kilian, Jakob und Taschi. Aue kontrolliert die Partie und bleibt gefährlich. Jakob erfüllt bislang alles, was Dotschew von ihm verlangt. Er macht Tempo und bringt gute Flanken. Lübecks neuer Coach Florian Schnorrenberg war auch ein aussichtsreicher Kandidat als Nachfolger von Timo Rost in Aue. Mit ihm ist Lübeck noch ungeschlagen. 2. Hälfte. Lübeck mit Dreifachwechsel und plötzlich mit 3-mal so viel Energie. Valesco, Valesco! Das sind seine Situationen. Im 1-1 ist er brandgefährlich. Kurz danach Einwurf VfB. Löden verlängert auf Tafferzofer. Der Ex-Auer mit der nächsten guten Möglichkeit. Tückische Flugkurve des Balls. Glück für Auer. 57. Minute. Burger, was für ein Bock. Valesco will durch, kommt da aber nicht. Was macht Schiedsrichter Max Burda? Entscheidet auf Notbremse. Rot für Burger. Er der zweite Neue in der Startelf für den gelb gesperrten Vukancic mitten im gebrauchten Tag. Die Entscheidung ist hart, aber vertretbar. Burger fährt den rechten Arm aus, bringt Valesco so zu Fall. Aue, jetzt eine gute halbe Stunde in Unterzahl. Aber sie verteidigen bravourös. 83. Minute schon. Schikora auf den eingewechselten Seitz. Seitz allein gegen Lübeck. Klevin ist da. Philipp Klevin, 3 Jahre spielte er in Aue, kam aber nie an Martin Mennel vorbei. Seitz mit einem Superspiel bislang. Schlussphase. Pepic, bester Mann bei Aue. Und dann geht's wieder über Seitz, der seine Dynamik sofort ausspielt. Seitz gegen Sommer. 11 Meter entscheidet Burda. Ein bisschen glücklich, denn Sommer trifft Seitz, wenn dann nur minimal an der linken Fußspitze. Mirnis Pepic, sein letzter Elfer ist 4 Jahre her, damals für Rostock. Den hat er verschossen und den nicht! 2. Saisontor für Mirnis Pepic. Kein Tor in der Hinrunde und jetzt 2 Treffer innerhalb von 8 Tagen. Nachspielzeit und Lübeck wird nochmal wach. Egerer. Ball kommt zu Pascal, Brey und Majetschak. Mit dem Nüschel entschärft er für Martin Mennel. Immer noch nicht Schluss. Nächster langer Ball segelt rein. Sternberg. Und dann Danhoff mit dem Arm. Lübeck reklamiert. Handspiel geht aber weiter. Sommer, Sommer und Mennel. Glück für Aue.
dass Schiedsrichter Burda hier nicht auf Handelfmeter entscheidet. Der Rest einfach überragend von Martin Mennel. Und so gewinnt Aue mit 2:0 und beendet die englische Woche mit 6 Punkten.